Moin Leute, ich bin Malermeister Andi und willkommen zum neuen Video. In diesem Video nehme ich dich wieder mit auf meine Baustellen. Viel Spaß beim Video. So Freunde, es geht hier weiter in Düsseldorf bei den guten Marc und wie ihr seht, so sieht das Auto aus. Muss ich erstmal komplett ausräumen. 12 Eimer Mega Speed, dann habe ich noch haufenweise Muster mit für Marc, die er sich alle angucken kann, in der Hoffnung, dass wir da was zusammenstellen können für seinen Raum, für sein Herrenzimmer. Ich trage erstmal alles nach oben und dann zeige ich euch mal, was ich am Wochenende zu tun habe. So, die Sachen sind jetzt alle oben. Ihr seht, die ganzen Eimer sind oben und das stand noch vom letzten Mal da. Ich gehe jetzt daher und streiche das Badezimmer. Ich habe ja das Wochenende davor hier einmal die ganzen Räume durchgestrichen, auch den großen Raum hier, auch einmal weiß gestrichen. Es halt hier extrem, daher hoffe ich, dass man mich doch ein bisschen versteht. Hier im Badezimmer ist ein bisschen besser, weil es ein bisschen kleiner ist. Hier ist diese Stucco-Spachtelmasse drauf. Ich komme gar nicht drauf, wie es heißt. Schreibt mir in die Kommentare. Dieses, was so ein bisschen hochpoliert wird mit der Kelle und so. Das ist hier drauf, das ist nicht mehr gewünscht, das müssen wir überstreichen. Ich sage immer wir, ich bin alleine hier. Das muss ich überstreichen. Das mache ich mit einem ganz normalen Haftgrund, weil es zum Glück nicht gewachst ist, sonst hätten wir es runterholen müssen. Und dann einfach überstreichen mit weißer Farbe und danach fange ich an, den Flur hier abzudecken. Weil wir müssen Montag kommen, die Otrempas wieder und dann fangen wir da oben an. Weil hier jetzt kurzfristig zeitnah umgezogen wird. Es hat sich alles sehr verschoben, daher müssen wir oben durchziehen, dass wir oben wenigstens wohnen können. Der Rest ist ja Büro. Und ich mache mich dann an den Flur ran hier, an die Special-Decke. Das werde ich spritzen mit meinem kleinen Alice-Gerät, weil da will ich nicht mit Pinsel rumeiern. Genauso wie die Wände. Und das Gute ist, ihr seht, wie weit das hoch geht, aber da ist so eine Schattenfuge. Bis dahin streiche ich und dann setzen wir Montag an und gehen dann auch weiter nach oben, weil ich habe auch gar nicht so eine hohe Leiter mit. Die kriege ich auch gar nicht mit, sonst müsste ich die 5 Stunden oben auf dem Dach raufschnallen. Geht zwar auch alles, aber Otrembas haben halt auch hohe Leitern und die sind hier in der Gegend, daher habe ich die jetzt nicht mitgenommen. Aber ich habe auch, heute ist Freitag, ich mache Freitag, Samstag, Sonntag und Montag hier. Ich habe genug zu tun, daher gar kein Problem. Ich muss natürlich die Treppe abdecken und so weiter und so fort. Aber erstmal, wie gesagt, kümmere ich mich um das Badezimmer, Haftgrund aufstreichen. Ich muss erstmal noch ein bisschen Abklebearbeiten machen. Auch diese Lampen da oben noch rausziehen, weil sowas klebe ich nicht ab, die ziehe ich mal ein Stück raus. Ich habe gerade schon angefangen, so ein bisschen abzukleben. Und genau, dann muss ich noch in den anderen Räumen überall hier die Steckdosen alle noch wieder anbauen und die Türen einhängen etc. pp. Und die Lampen, die ich abgebaut habe, auch wieder einhängen. Hier war im Flur auch so eine Decke. Die ist aber schon zum Glück alles fertig. Ich mache mich jetzt erstmal ran ans Badezimmer. So, Badezimmer ist fertig grundiert. Und mir ist so ein kleines Malheur passiert hier. Ja, so ein bisschen mehr als ein halber Liter Farbe ist mir ausgekippt. Zum Glück aufs Vlies und nicht in die Badewanne rein. Das ist das Wichtige. Farbe trocknet bzw. Grundierung trocknet sehr schnell hier. Aber das dauert natürlich trotzdem, bis die Haftung wirklich da ist. Daher lieber ein paar Stunden durchtrocknen lassen. Ich gehe jetzt daher und hänge die Türen ein, baue die Steckdosen an und die Lampen an und dann fange ich an, hier den Flur abzudecken. Ich habe mir überlegt, dass ich hier Folie runterhänge. Also hier oben Folie rankleben, runter und dann auch auf den Boden fixieren, dass ich dann hier einmal längs sprühen kann. Nicht, dass da was runternebelt. Dann geht es noch diesen Monat daher. Dann müssen wir hier noch alles, den ganzen Vorraum hier noch alles machen und unten auch noch. Und das Wichtigste auch noch, Marks Streaming-Raum. Wie gesagt, das wird so eigentlich das Highlight hier von meinen Videos. Ja, ich mache jetzt erstmal weiter. Wie spät haben wir es überhaupt? Wir haben es jetzt 11.48 Uhr, gerade umgesprungen. Und ich mache gleich jetzt ein bisschen Mittag. Denn die liebe Julia hat mich perfekt verpflegt mit einem kleinen Rucksack, mit einem Kühlrucksack. Aber heute ist es gar nicht so warm. Also gestern hatten wir bei uns oben so um die 30 Grad. Und heute hier in Bochum haben wir, was haben wir? Nicht mal 20 Grad. So ist das hier, ne? Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal weiter. Sieh zu, dass ich noch ein bisschen was wegschaffe hier. Oben ist jetzt fast alles abgedeckt. Ich muss nur noch die Fußleiste abkleben. Dann kann ich morgen anfangen zu streichen. Ich bin jetzt hier in Marc seinem Streamingraum, den ich ja komplett gestalten soll. Ich habe hier mal, beziehungsweise hier steht noch sein Tisch von seinem letzten Video, was er gedreht hat. Und den habe ich mal genutzt, um das ein bisschen aufzubreiten, was ich ihm vorstellen möchte. Denn wir haben schon so eine grobe Richtung, in welche das gehen soll, zumindest auch seine Decke. Das hat er auch schon mal in seinem Stream gezeigt, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall sehr viel Stuck, was natürlich auch sehr viel Geld kostet. Daher versuchen wir gerade so einen guten Mittelweg zu finden. Ist aber gar nicht so einfach, weil bei ihm gibt es zu viel einfach nicht. Also zu viel Stuck gibt es nicht. Darf ruhig alles sehr pompös sein. Daher müssen wir mal gucken, wie wir das alles so anrichten. Ich werde jetzt mal daher gehen und so mal ein bisschen so einteilen. Wir wollen hier unten nämlich, ich habe mir überlegt, erst 1,50 hochzugehen und die ganze Wand längs mit Stuck, aber ich werde die Höhe von der Tür annehmen, denke ich mal, wenn er da mitgeht. Also davon weiß er noch nichts, weil da sind die Felder ja schon vorgegeben. Und ich habe mir überlegt, wenn ich das einfach annehme, dann verschwindet die Tür in der Wand so ein bisschen. Wisst ihr, wie ich meine?
Da werde ich die Felder annehmen, einmal komplett längs gehen hier, einmal komplett rumrum. Ich filme jetzt hier nicht, weil man sonst rausgucken kann. Und darüber dann halt noch eine Stuckleiste komplett. Dann kommt hier noch ein riesen Wandbild hin, die Decke komplett, auch alles mit Stuck. Da werden wir mit Rechtecken arbeiten und die dann hier mit den Rosetten ausfüllen. Und rum werde ich dann noch so einen Fries machen. Den werde ich dann mit Effekt Wand machen, in Gold von der Firma Mega hier. Wird ganz geil sein. Dann kommt an die Decke wieder ein riesen Stuck. Und Marc möchte gern braun haben, aber ich versuche noch auf schwarz zu gehen. Ich finde schwarz ein bisschen schöner, aber mal gucken, was er sagt, ob er da mitgeht. Wie gesagt, ich zeichne mir das mal so ein bisschen an und wollte es hier gerade mal so ein bisschen abkleben, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann. Ich nehme jetzt meinen Laser, stelle den auf in der Höhe von der Tür und dann mal gucken, wie das aussieht, ob das überhaupt so wirkt, wie ich mir das vorstelle. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ihr seht den grünen Strich hier, der geht jetzt einmal hier komplett die Wand längs. Und da werde ich jetzt mal ein Kreppband und dann werde ich dieselbe Aufteilung machen, also dieselbe Breite von dem Fach werde ich immer wiederholen mit einem Abstand von der Tür. Also, Mensch, das kann ich das nicht erklären. Also, hier von dem Abstand. Also ich nehme genau dieselbe Breite und nehme den Abstand dazwischen und dann kommt das nächste Feld. So habe ich mir jetzt mal gedacht. Mal sehen, wie das aussieht. Das Gute oder vielleicht auch nicht Gute bei Marc ist, sagt er sagt immer, du machst das schon. Du machst das schon. So, wenn ich dann was frage, du machst das schon. Und wenn ich ihnen etwas vorstelle, lieber ein bisschen anders. Aber du machst das schon. So, daher ist es nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, ich weiß noch nicht. Ihr merkt schon, ne? Also bei Stuck ist halt keine Grenzen gesetzt. Man kann so viel machen. Kreativität ist hier gefragt, wie man das alles haben wollen würde. Daher, ich werde oben drauf dann auch noch einen Stuck setzen. Der könnte nach oben leuchten, das Wandbild anleuchten von oben Stuck. Also Variation ohne Ende. Ich habe mir auch schon so viel angeguckt im Internet. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen würdet. Also ihr seht ja die ganze Wand hier und die Tür und zu viel Stuck gibt es nicht. Wie würdet ihr das machen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich fange jetzt an abzukleben. So stelle ich mir das Ganze vor und da kann man dann auch noch wieder Elemente reinsetzen und darüber jetzt noch ein Stuck, also wirklich ein richtig dicker, also schon so ein Oschi. Und da könnt ihr vielleicht sogar noch einen Stuck oben drauf haben, der dann nach oben leuchtet. So stelle ich mir das in der Art vor. Tapete soll auch barockmäßig sein, Farbton hätte er grün gerne. Versuche ich ihn auch noch so ein bisschen von abzubringen, weiß er auch noch nichts von. Aber also er wird richtig dunkelgrün haben, er wird auch einen dunklen Teppich haben und eine dunkle Decke. Mal gucken, wie wir das alles so regeln. Aber ich habe hier mal so ein ganzes Tapetenbuch mitgenommen, da kann er mal dran rumstöbern, wenn er kommt. Ich klebe jetzt nochmal einen Streifen da drüber, damit da nochmal so, oder ich habe ja hier die Elemente, Mensch, guck mal hier, so. Ich hab doch alles hier, hör mal. So, hier. Und den kann man dann meinetwegen noch hier oben drauf machen. Kann man das erkennen? So, so eine Art. Irgendwie so stelle ich mir das vor. Ganz zu Ende gedacht ist es noch nicht. Aber so ungefähr. So, abgedeckt ist jetzt hier alles. Ich mache jetzt Feierabend, hat jetzt 17.15 Uhr. Damit kann ich morgen gleich anfangen zu streichen. Unten das Zimmer habe ich auch so ein bisschen vorbereitet. Bin mal gespannt, was Marc dazu sagt. Badezimmer morgen als allererstes. Nee, Quatsch. Erst den Flur einmal streichen, weil den streiche ich auch zweimal. Dann das Badezimmer. Dann kann ich da aufräumen und dann kann ich hier das zweite Mal streichen. Und dann fange ich noch oben an, ein bisschen abzudecken, weil Montag kommen ja die Otrembas. Und dann kann ich oben schon mal ein bisschen vorbereiten. Und dann geht's oben weiter. Herrlich. Das sind noch gar nicht viele Balken. Aber wir machen erstmal Feierabend. Was heißt wir? Ich sag immer wir, ich bin ganz alleine hier. Julia ist jetzt auch hier, aber die holt mich nur ab. Wir sehen uns gleich wieder. Samstagmorgen, um genau zu sein. Oh, wir haben schon 9.19 Uhr. Ich habe gerade hier noch den Rest abgeklebt, die Tür und das Fenster noch. Und jetzt mache ich hier die Spritze fertig. Ich habe erst überlegt, dass ich Tempspray mit dran mache, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich mache es nicht, weil ja, eigentlich geht es mir nur um die Decke, die ich hier spritzen möchte, weil die zu rollen habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann werde ich die Wände ein bisschen spritzen, aber wie ihr seht, ich habe hier da noch den Balken und so, den klebe ich nicht ab. Und ich werde auch nur, wie schon gesagt, bis zur Schattenfuge streichen. Und hier werde ich auch ausrollen, da werde ich auch nicht spritzen, weil mir die Abklebearbeiten dann doch ein bisschen zu groß sind, im Gegensatz zu dem Aufwand, den ich denn hier habe, zu streichen. Also ich werde die Hälfte spritzen und die andere Hälfte so ein bisschen rollen, so halb-halb werde ich einfach machen. Aber die Spritze bleibt im Saft, weil wir dann ja auch oben noch weiter beigehen. Aber wenn ich das erzähle, fange ich wieder von vorne an dasselbe zu erzählen. Ich mache jetzt die Spritze fertig, mache die Farbe fertig und dann fange ich hier an, die Decke zu spritzen. Wenn ich das einmal durch habe, gehe ich ins Badezimmer. Habe ich, glaube ich, gestern auch schon erzählt, ne?
Ja, los geht's. Wir haben es jetzt 15.52 Uhr und wir sind fast durch. Ich habe jetzt schon alles zweimal gestrichen. Ihr hört vielleicht einen Staubsauger im Hintergrund, denn die liebe Julia ist auch mit am Start und hilft wieder fleißig mit. Hier oben die Kante muss ich noch einmal nachrollen bzw. einmal streichen. Die habe ich nicht gespritzt, weil ich sonst zu viel hätte abkleben müssen. Die Decke ist fertig, da ist fertig. Da ist die liebe Julia. Sie macht gerade das Badezimmer sauber, dann ist es auch fertig und dann machen wir auch gleich Feierabend. 15.52 Uhr reicht auch für heute. Ich mache noch die Maschine hier sauber, die kleine. Dann bringen wir noch den Müll runter etc. pp. Und dann können wir noch ein bisschen das Wetter genießen. Montagmorgen 7:30 Uhr. Wir waren gestern noch kurz hier und haben angefangen, ein paar Lampen aufzuhängen. Daniel ist auch unterwegs. Die fangen gleich oben an zu streichen. Ich kümmere mich um dieses Gebäude ein bisschen. Ich tausche auch nochmal hier den Waschtisch mit aus, weil der auch nicht mehr so schick aussieht. Denn die ziehen nämlich Freitag hier um. Heute ist ja, wie gesagt, Montag in 4 Tagen. Heute Abend fahre ich erstmal wieder nach Husum, um dann am Donnerstagabend wieder hochzufahren. Und dann geht es am Wochenende weiter und dann geht es auch die Woche bis Mittwoch weiter. Genau, und dann habe ich wieder einen Termin in Kiel, dann muss ich wieder hochfahren. Also ihr merkt ganz schön viel Fahrerei, aber das ist immer dabei. Nächste Woche, also übernächste Woche, fange ich auch den Streamingraum an. Ich habe gestern alle die ganzen Maße genommen und werde heute alles bestellen, was wir brauchen. Also wir hatten ein ziemlich wildes Zimmer, bin sehr gespannt, wie es nachher aussieht, wenn es fertig ist. Aber das werdet ihr dann sehen, werde ich auch so in so einer Vlog-Form halten. Vielleicht, wenn ein, zwei interessante Videos dabei sind, werde ich dann separat drehen, aber jetzt von jedem Kram, was ich da mache, separat drehen, das mache ich nur nicht, weil viel Stuck kleben, Effekt Wand von der Mega kommt daran. Ja, dunkle Wände streichen, tapezieren, dann kommt noch ein richtig geiles Highlight hin, nämlich keine Fototapete, sondern ein bisschen was Spezielles, aber wie gesagt, das werdet ihr dann alles in den Vlog sehen, daher jetzt schon mal abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Ich bereite jetzt hier noch ein bisschen was für die Lampen vor, ich muss ja noch mal im Baumarkt fahren, ein paar Kabelkanäle holen und dann warte ich mal, bis die Tremblers kommen. Ich denke mal, er sagt, er kommt in einer halben Stunde, muss noch ein bisschen Abdeckvlies besorgen und dann zeige ich euch mal, was wir oben vorhaben. So, Freunde, hier sind die Lampen dran, unten sind die Lampen dran, also das Gebäude hier ist hier fertig, jetzt gehe ich rüber ins andere Gebäude. Wir haben es jetzt 15.54 Uhr. Ja, ich hatte so ein bisschen Struggle, also nicht mehr ganz so gut, deswegen habe ich nicht mehr ganz so gut gefilmt, weil meine Laune ist ein wenig gesunken. Aber mittlerweile geht es wieder und jetzt gehe ich drüben bei und baue da noch ein paar Lampen an. Julia kommt gleich auch noch. Wir haben es jetzt 14.55 Uhr. Ich denke mal 2 Stunden noch. 17 Uhr, ja, 17.30 Uhr. Und dann mache ich mich wieder auf in den Norden. 5 Stunden Autofahrt. Let's go. Aber erst noch ein paar Lampen anbauen.